Nein! Nein, 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 nein! Wir brauchen aber jetzt erstmal einen Kochtopf. Und dafür müssten wir... Wir machen anders. Moment. Wir brauchen eine Kiste. Forge. Nee, nicht Forge. Was redest du denn da? Kiste. Kiste? Kiste, Aufbewahrungskiste. Holz, Aufbewahrungskiste. Die wollte ich mir eh angucken, weil die ist neu. Die haben sie neu gemacht. Wo wohnt die jetzt? Die wohnt hier. Ja, das ist der Kleber. Das hier. Genau. Storage. Okay, wartet. Wir machen uns einen schönen Platz hier. Kann ich das nochmal loslassen? Danke. Wir haben ja eh die hier den Platz hier kaputt gemacht, also könnten wir doch das da reinsetzen. Aha, da kann man drehen. Ah, da, ich glaube, dass die... Sieht aus, als wäre das die Vorderseite. Das ist die Hinterseite, da sind hinten die Winkel. Seite? Vorne. Spart mal so. Cool. Challenge. Play Storage Container is complete. Aha! Ach, wir hatten noch eine Challenge am Laufen, hab ich gar nicht gemerkt. Okay, super, dann das hier öffnen wir noch. Ah, ein Woodclub ist drin. Oh ja, her damit. Oh ja, hier so ein Polizei, selbstgebauter Stab. Und ein Touch Planet, Elektronik. Erfahre, wie man aus alltäglichem Müll Elektronik fertig. Deine Kollegen werden dich beneiden. Oh, sie werden uns beneiden. Okay, super. Und dann verstauen wir erstmal das hier, das was wir jetzt gerade aktuell nicht gebrauchen können, so jetzt auf die Schnelle. Maiskolben legen wir mal gerade zurück. Wasser müssen wir abkochen. Die Blöcke brauchen wir, falls wir irgendwie in die Erhöhung uns bauen müssen. Den Club lege ich mal gerade hier weg. Die Eier müssen wir auch erstmal kochen. Das heißt, das kann jetzt gerade erstmal alles hier auf die Seite. Eisen sammeln wir eh. Könnten wir auch jetzt behalten. Ich mache es jetzt mal gerade so. Jetzt haben wir aufgeräumt. Schön. Jetzt haben wir sogar einen Bonus. Warum auch immer. Warum haben wir einen Bonus? Kann man mir das erklären? Maximaler Ausdauerbonus. Das Essen von gekochter Nahrung erhöht deine Ausdauer. Aha. Deswegen. So, aber wir brauchen... Oh, es regnet. Oh, am ersten Tag. Ne, wir haben ja schon zweiten Tag. Verdammt! Und gedunkel. Wo ist denn hier der Eingang? Wir brauchen einen Kochtopf. Schnell. Lasst uns eintreten. Oh nein. Moment. Moment. Hab ich schon einen Bogen? Ja. Moment. Oh, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hm, du bist aber nicht so lustig. Warum bist du denn nicht so lustig? Nur weil wir dich überfallen haben. Ja. Hast du nicht gehört? Ja, schön! Ja, damit. Okay. Oh. Oh, natürliche Antibiotika, die hier, ihr seht, Infektion, Heilung bis 10%. Super. Dann machen wir die Tür jetzt ganz kaputt. Sieht gut aus, so gefällt es mir. Schön. Sieht gut aus. War direkt mal ein Foto. Guck mal, die Wunden, die wieder. Ah, Blut sieht so super schön aus. Also, wenn Blut schön aussehen könnte, wäre es schön. Und hier liegt einer. Moment, dann machen wir ganz sneaky picky. Achtung! Ja, der ist kaputt, der ist kaputt, der ist kaputt. Aber wir brauchen, wir müssten jetzt aus... Wie das Blut als Fontäne da noch rausspritzt und der Ton dabei. Also das ist schön. Schön, Leder. Das gefällt mir sehr gut. Oh, Leder. Das ist gut dazu zu sagen. Wir bräuchten eigentlich auch Leder. Weil, kriegen wir jetzt hier Leder raus oder Stoff? Sieht irgendwie aus wie eine Stoffcouch. Ja, das war auch eine Stoffcouch, verdammt. Ah, schöne Berge, kann man die mitnehmen? Leider nein. War ja auch nur ein Bild von Bergen. Aber das hier, den Bürostuhl, den könnt ihr holen, dran zerlegen und dann kriegt ihr 6 Leder raus. Sehr praktisch, sehr gut. Und hier ist die Toilette. Hier sollten wir uns verstecken. Vielleicht gibt es hier noch drin Stofffetzen. Okay, in der Toilette selbst. Immer die Toiletten kontrollieren, da kann immer mal auch eine Handfeuerwaffe drin sein. Also die ersten Handfeuerwaffen finde ich immer gerne in der Toilette. Und das hier mal weg, das ist ja eklig. Bäh. So, wir brauchen... Okay, der da liegt schon länger da. Das ist okay, der tut uns nichts mehr. Wir müssen jetzt mal gerade gucken. Das hier ist falsch, ne? Das hier ist falsch. Wir brauchen einen Kochtopf. Ih, jetzt war ich auf der Leiche drauf. Das hat geknatscht. Ja, hier hinter ist noch was, aber ich schätze, wir brauchen nämlich unbedingt einen Kochtopf. Weil sonst können wir nicht kochen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich jede erdenkliche Möglichkeit von Küchen durchsuchen. Hier geht's so in den Keller und der steht unter Wasser. Also, was ist das da jetzt für ein lauter Ton da draußen? Kommt jetzt schon der Airdrop, wir haben doch noch gar nicht Tag 3. Wir könnten ja vielleicht auch hier hoch, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal in die Küchen. Hier ist ja schon offen. Oh, es geht dunkel, 10 Minuten noch, gefühlt. Wir brauchen eine Küche. Die hat ja dann
Ist der hier reingefahren mit dem Auto? Was ist da hier passiert? Oh, die Musik. Hm, das gefällt mir gar nicht. Unangenehm. Oh, da war was. Ja, was denn? Ja, dann hol das vergammelte Fleisch auch mit, meinetwegen. Wir brauchen aber jetzt unbedingt... Biete, biete... ein Kochtopf. Du bist hungrig. Deine maximale Ausdauer wurde vermindert. Toll. Das ist gut. Und es wird dunkel. Ja, ja. Wir brauchen... Nein! Nein! Fuck! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, mach die Tür zu, mach sie zu! Mit, Marleen! Nee, das hier ist, Moment. Oh Gott! Nein, wir bluten! Wir bluten! Wir bluten! Geh weg! Ich brauch Austausch, ich brauch Austausch, ich brauch Austausch. Nein, mach die Tür auf, mach sie auf! Nein! 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 Verdammt! Okay. Au. Erscheine bei meinem Rucksack. Bereite in der Welt auch so. Erscheine bei meinem Rucksack. Au. Ja, jetzt haben wir das, was wir in den Einstellungen geregelt haben. Mist. Oh nein. Wie gibt mir das? Na toll. Ja, nur Papier. Jetzt müssen wir ganz schnell, Steine sammeln und Holz, für wieder an unseren Rucksack zu kommen. Wenn man keine kleinen Steine findet, haben wir auch die Option, glaube ich, hier auf den Stein zu schlagen. Das tut weh, ja, aber wir sind stark, wir schaffen das. Wir sind ja Krieger und kriegen keine Steine heraus. Dann müssen wir es so machen. Macht ja auch nur Sinn, als könnten wir mit unserer bloßen Faust hier irgendwie Stein sammeln. Was brauchen wir denn für, vielleicht Knochenmesser. Können wir jetzt nicht machen, haben wir ja keine Knochen mehr. Wir hätten auf Knochen gehen sollen. Bei dem Klapp, also bei dem Holzknüppel, verlieren wir zu schnell an Ausdauer. Also man merkt schon, dass von Nomade auf Abenteuer, nee, von Nomade auf Krieger, Abenteurer kommt noch vor Nomade. Oder kommt Nomade vor Abenteuer? Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber Krieger haben wir eingestellt und man merkt, Krieger ist schwerer. Hier kriegen wir bestimmt auch kein Holz raus. Ja, Mist. Ist jetzt absoluter Mist. Jetzt ist es doch noch dunkel. Und uns ist kalt. Wir müssen unbedingt wieder zu unserem Rucksack zurück. Bis dahin sammeln wir halt so die Sachen jetzt auf. Dr. D. Smith Residence. Mhm, schön, voll. Hier ist noch Holz. Ich sehe kaum was. Mega. Richtig toll. Aber hier ist doch Stein. Und hier ist doch ein Stein. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Das Haus sah ja schon so aus, als wäre es ein bisschen kaputt. Hier oben, hier in unserer Navigationsleiste, können wir sehen, der Rucksack liegt hier in der Nähe. Wo war denn das Haus? Glasflaschen, Müll. Hier ist doch Holz, hier so ein Vogelnest. Vielleicht finden wir hier noch, wir brauchen unbedingt einen Kochtopf. Okay, vielleicht finden wir auch genügend Messer für... Ja, hier kriegen wir bestimmt Benzin raus, aber das können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh nein, ich höre schon was. Geh schneller auf, geh schneller auf, geh schneller auf, geh schneller auf. Lesen, ja, benutzen, her damit. Okay, gut. Jetzt können wir uns ein Messer machen. Dafür gehen wir jetzt mal gerade... Nein, 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 lass mich in Ruhe. Ein Feral, ich glaub's nicht. Ein Feral... Verdammt! Nein! Okay, dann gehe ich eben halt in Wasser. Nein, folgt mir doch nicht in Wasser! Ich bin doch hier am Planschen! Du kannst mir doch jetzt nicht folgen! Verdammt! Ich werde schon wieder... Nein, 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 nein! Okay, ich krieg Hühnerhaut. Wir sollten ganz schnell... vielleicht schaffen wir es ja... Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Nein, 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 nein! Hier schnell um die Ecke, so jetzt hatten uns bestimmt verloren. Schnell, hier. Oh, ist das unangenehm. Oh, das gefällt mir gar nicht. So, jetzt weiß er gar nicht mehr, wo wir sind, oder? Sieht er uns doch? Wir sehen hier über unsere Ausdauer so einen Augenbalken.
Gib mir mal schnell das Buch. Hier, schnell, hier lesen. Farming, ja, super, danke. Lesen wir später. Haben jetzt keine Zeit dafür. Wir können jetzt nicht da rein. Das ist zu gefährlich. Wir haben nichts am Leib. Und wir haben nur noch 32 Leben. Was machen wir denn jetzt? Okay, den Ferrer haben wir jetzt abgeschüttelt. Der hatte goldene Augen. Das ist nicht gut. Okay, Messer. Vielleicht gehen wir besser auf Messer. Zweitens haben wir einen Punkt in Bogenschießen reingemacht, aber noch keins in Messer. Wie kommen wir jetzt runter? Gibt uns denn wenigstens hier so ein, ja, nochmal eine Steinaxt. Ja, genau. Mit der Steinaxt, ich habe eine Idee. Wir wollen uns jetzt einen Baum. Wir gehen zu dem Baum. Nee, zu dem Baum gehen wir nicht, da steht einer. Also wir holen den Stein. So. Dann gehen wir hier zu dem Baum. Dann sind wir mal schön vorsichtig. Im Schleichen sind wir leiser. Man hört es trotzdem natürlich da unten 31% oder so. Psst, ist zu laut. Okay, und dann machen wir uns ganz schnell hier ein paar Blöcke. Damit wir uns gegebenenfalls hochbeamen können. Ich denke, das ist eine Idee. Aber wir sehen auch nichts, es ist so dunkel. Wenn wir hier drauf schlagen, kriegen wir natürlich Kohle raus. Ist das noch so? Ja, kriegen wir. So, das war jetzt irgendwo hier. Wo sind wir runtergefallen? Nimm die Kurve, ne? So, vielleicht sollten wir uns die Blöcke dann auch gerade hier runterlegen, damit wir schneller Zugriff drauf haben. Mist. Wir haben nur eine Feder. Wir können den jetzt auch nicht von hier oben erschlagen. Das gefällt mir nicht. Leute, was tun wir jetzt? Panik. Wir bräuchten einen Kochtopf. Das ist jetzt als allerwichtigstes, damit wir uns Essen machen können. Ich hoffe, man hört die Rasenmäher draußen nicht. Ich kann das jetzt leider nicht verhindern. Und den Regen übrigens auch nicht. Ah, toll. Jetzt kommt auch alles zusammen. Die ist kalt, suchen Kleidung, finde einen Unterschlupf, zünde eine Fackel an. Ich habe auch keine Fackel jetzt. Ich habe das ja alles da drin. Ich muss da runter. Das ist sonst zu kalt. Wir frieren. Ah. Ich sehe aber kaum etwas. Okay, wir machen das so. Folgendermaßen. Moment. Da setzen wir jetzt mal einen Block hin. Super. Challenge Place Building Blocks ist complete. Okay, die Challenges müssen wir uns am Tag angucken. Da habe ich jetzt gerade etwas beachtet. Und das war... Ach, da fällt mir ja wieder hier runter. Genau. Wo war das ja? Ist hier noch einer in der Ecke? Nein. Okay, die kommen jetzt gerade nicht hier hoch. Blockieren wir mal gerade. Blockiert das mal gerade. So, jetzt ist blockiert. Nein. Bleib draußen. Wir müssen uns jetzt dummeln. Wir müssen uns jetzt ultra dummeln. Nein. Oh, da steht ja noch einer drüber. Moment. So, okay, damit gewinnen wir Zeit. Wir müssen uns... Nein! Nein, warum springst du denn da hoch, Marleen? Marleen! Nein, Marleen, bitte, Marleen! Ah, das ist so unangenehm, wenn die einen aufbissen. Au. Ja. Erscheine bei meinem Rucksack. Läuft gut. Ich finde, wir kommen gut klar. Oh, Mann. Ist es jetzt Tag? Ja, jetzt ist Tag. Okay, also... ja. Jetzt hoffentlich haben wir eine Möglichkeit, hier ganz tolle Sachen zu finden, wie... ja, Plastik. Jetzt haben wir da zwei Rucksäcke liegen. Hatte ich schon nicht so oft. Es ist wirklich echt schwieriger. Was machen wir da jetzt? Wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen. Vielleicht brauchen wir doch einen Club. Einen Wooden Club. Warum ist das denn so neblig? Man sieht ja kaum etwas. Vielleicht finden wir hier noch... Ne, da waren wir schon dran, ne? Pass auf. Ah, das Haus, da macht mich aber auch fertig. Das macht mich auch seelisch, moralisch macht das mich fertig. Wenn wir jetzt an unseren Rucksack kämen, die sind ja... Tag 3. Ich habe gar keine Zeit dafür. Da steht ja immer noch wie ein 1. Ne, wir machen uns das Bögen. Wir müssen jetzt gerade, wir gehen jetzt mal gerade hier in den Wald und suchen. Oha. Wir suchen
Jetzt erstmal Holz und so für. Ah, da geht's auch runter. Das ist aber falsch aus. Falsch aus. Aber wir können das hier mitnehmen. Sehr gut. Da haben wir schon mal eine Fackel. Die nehmen wir schon mal mit. Hier haben wir ein Vogelnestchen. Wir müssen jetzt alles einsammeln wieder. Ist hier noch etwas drin? Was? Okay, zu. Hat keiner gesehen, ne? Ich hab mich auch kaum erschreckt. Ein bisschen angespannt. Bin ja jetzt eh nervös hier wegen dem Release. Nach so langer Zeit Alpha. Aber wenn wir dann jetzt auch vorsichtig sein müssen, dann ist, ja, ist die Anspannung natürlich noch viel größer. Und was brauchen wir jetzt für eine Axt? Die könnten wir uns eigentlich auch mal als Favorit machen. Noch ein Stein. Ein Stein. Ich brauche noch ein Stein. Nicht ein Stein, also, sondern ein Stein. Finden wir den hier? Hier ist der Stein. So, jetzt erstmal eine Steinaxt. Dann den Bogen. Der ist hier. So, haben wir. Dann die Pfeile. Brauchen wir noch Stein und Federn. Stein und Federn. Stein und Federn. Jetzt haben wir die Axt. Das heißt, oh Gott, nein. Steine sind jetzt kein Problem. Ganz schnell. Jetzt hier Stein, Stein, Stein. Die hat uns nicht gesehen, oder? Nein, gut. Oh, da hinten kommen ein paar. Oh, hier Richtung Südwesten, seht ihr? Nicht gut. Nicht gut. So, der Stein hier ist gleich platt. Bitte schnell. Dankeschön. So, und jetzt brauchen wir mehr Vogelnester. Jetzt haben wir natürlich ein gewaltiges Problem. Wir werden jetzt keine Vogelnester finden, weil ich welche suche. Typisches Survival-Spiel. Wenn ihr etwas sucht, werdet ihr es nicht finden. Sucht ihr es nicht mehr, findet ihr es zuhauf. Wir gucken uns mal um. Hier sind noch ein paar Steine, die können wir noch so einsammeln. Man hat hier echt Zwang, wenn der Tag nach 30 Minuten schon endet. Warum ist denn hier kein einziges Vogelnest? Mann. Können wir dann irgendwas aus Eisen machen? Haben wir da irgendwie welche Möglichkeiten? Ah, da kriegen wir. Doch, da kriegen wir direkt Eisen raus. Das ist gut. Dann gib uns mal Eisen. Dann gucke ich mal ganz schnell, was wir aus Eisen basteln können. Gibt es da irgendwas? La 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 la. Nein. Nein, nein. Schade. Na gut. Wir brauchen noch mehr Vogelnester. Wir können mit einem Pfeil nicht die ganzen Zombies da hinten killen. Das ist technisch gesehen nicht möglich. Bitte, ich brauch ein Vogelnest. Da, da, ein Vogelnest. Her damit. Und mir geben. Und ja, Tag 3 und schon zweimal gestorben. Das ist ein toller Anfang. Da habe ich. Ich weiß nicht, 900 Stunden in dem Spiel und stelle mich an wie so eine Flachpfeife. Aber wie gesagt, die Schwierigkeit ist jetzt auch größer. Und man ist jetzt auch mehr angespannt, weil wegen Release. Und es kommt dann alles dazu und schon ist da. Oh, das ist eine Hundehütte. Da ist es nicht gut, da sind gern Hunde. Wir brauchen ein Vogelnest. Wir machen mal hier einen Bogen, damit wir wieder ein bisschen zurückkommen. Zu unseren Rucksäcken. Bitte guckt auch mal. Wenn ihr unten irgendwo unten einem Vogelnest seht, ne, sagt mir Bescheid. Hätten wir vielleicht schon. Nein, ja. Vielleicht tun wir den hier auch noch gerade favoritisieren. Oder vielleicht ein Steinspeer. Vielleicht. Ich finde die Steinspeere zwar nicht so toll, aber wir machen jetzt trotzdem mal gerade einen. Wir müssen uns ja irgendwie zu helfen wissen. Und deswegen haben wir jetzt doch den Speer hier. Ja, wie gut ist denn der Speer? Wir können ja nicht mehr werfen, ne? Aber wir können starker Schlag damit machen. Geh weg. Nein, du kommst aber auch immer so nah. Die kommen ja schon im Gehen. Manchmal haben die so einen schnellen Schritt drauf. Hinter uns ist ja keiner. Was ist hier drin? Schnell gucken, gucken, schnell gucken. Ah, mitnehmen. Okay. Ja, gerade du noch, aber dann müssen wir mal langsam hier gucken, dass wir mehr Federn zusammenbekommen. Nein, nein, nicht ausweichen. Okay, der Speer. Da kann man sich schon etwas auf Distanz halten. So, der ist platt. Jetzt müssen wir aber noch Holz holen. Ungefähr so. Das geht ja schnell. Vogelnest? Na, da ist einer. Mit einer Feder drin. Ja klar, wenn man dann die Federn sucht, ist keine Feder drin, außer vielleicht eine. Oder ein Ei. Ja, Ausdauerprobleme. Da kommt jetzt alles dazu. Hier haben wir so einen weißen, das gibt uns dieses Pulver hier, dieses, wie heißt das, Nitratpulver. Genau. Brauchen wir auch in der Zukunft, aber jetzt brauchen wir erstmal unseren Rucksack zurück. Und Federn. Wie viele haben wir denn jetzt? 12. Okay, damit können wir schon mal was machen. Dann machen wir was. 12 Stück, ja, sehr gut. So. Oh, Federn, Federn.
Her damit. Schnell. 4. Gut. Sehr schön. Ah, das hier ist, Mr. Fox. Also, den erinnert mich so ein bisschen an die Scrubs-Serie. Deswegen heißt er Mr. Fox. Er heißt nicht Dr. Cox, weil ist ja ein Mister. Ich meine, der arbeitet ja eindeutig in der Werk, in der Autofabrik. So mit dem blauen Overall. Und jetzt haben wir ein paar Federn gesammelt. Vielleicht finden wir hier noch Honig drin. Und da sehe ich auch noch ein Nest. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Ganz wichtig. Na? Ja? Schade. Okay, aber hier ist jetzt ganz viel Federn. 4 Stück. Das ist Geld. Das gilt jetzt schon als 4. Immer noch besser als 1. Oh, beinahe übersehen. Und ein Ei. Gut. Das Gute ist, wenn man gestorben ist, man hat etwa so viel Hunger. Das Schlechte ist, dass man gestorben ist. Das gibt uns dann, wie gesagt, weniger XP. Die haben aber jetzt schon wieder wettgemacht. Gerade am Anfang geht das relativ zügig, wenn man dann wieder ein paar Zombies killt. Dann kriegen wir XP und ja. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo geht dann hier zurück. Nee, da ist eine Hundehütte. 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 Ich mache noch gerade ein paar Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Schnell, schnell, los, los. Damit müssen wir uns jetzt Zutritt verschaffen in das Haus, das auf der Seite liegt. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Na, da muss ich aber beim nächsten Mal mehr aufpassen. Dass wir da nicht wieder 3 Stockwerke runterfallen. Und man dann nachher noch Bein gebrochen. Also da kam ich nicht raus. Da hätte ich auch eben nicht reingehen dürfen. War mein Fehler. Naja, man lernt ja mit der Zeit dazu.